Schluss jetzt. Das Geräusch von der Münze. Wie wär's denn zur Abwechslung mal mit einer guten Idee? Also ich bin immer noch für den Mord. Kein Mord. Das ist viel zu düster. Okay, und wie wär's statt einem Mord mit einem Hackerangriff? Mhm, finde ich richtig gut. Okay, erzähl mal. Ja, die Hochschule hat halt einen Detektiven engagiert, um den Fall zu lösen. So ein komplett lächerlicher. Der hat auf jeden Fall einen Fischerhut an, so eine Weste, ein komplett hässliches... Nee. Lass doch lieber einen chilligen Detektiven nehmen. Der ist lässig drauf, ist einfach ein cooler Dude und der regelt uns bestimmt den Fall. Auf den können wir uns verlassen. Wirklich jetzt? Einen chilligen Detektiven? Ja, ja, klar. Ja, okay. Dann geht aber erstmal zu den Informatikern. Weil wenn es jemand gewesen sein kann, dann save die. Der steppt dann gleich rein und verlangt direkt nach Infos. Stopp, Leute. Ich will Müll auf den Tischen. Energydrinks stehen überall rum. Die haben ihre Hoodies auf. Es ist dunkel im Raum. Und deshalb rennt der Detektiv gleich zum Fenster und reißt den Vorhang auf. Und die Informatiker so, ah! Und der Detektiv so, wow, Digga, was denn hier für ein Muff? Mann, Yannick, pack doch mal die Nüsse weg. So, Leute, macht mal hinne. Also, der Detektiv will Infos haben. Und die Informatiker sind zwar schon richtig genervt, aber einer meint dann so, Sherlock, ich glaube, du bist hier falsch. Wenn du keine Ahnung vom Fach hast, dann geh einfach. Wenn du mal scharf darüber nachdenken würdest, dann würdest du wissen, dass wir es gar nicht gewesen sein können. Ja, warum können die es denn nicht gewesen sein? Hä, die können es eigentlich schon gewesen sein. Die haben doch volles Fachwissen am Start. Aber es wäre viel zu offensichtlich. Und die Sorge wäre viel zu schnell vorbei. True. Ja, da hat der Dani schon recht. Wie wäre es denn, wenn er es als nächstes bei DM versucht? Halt! Den können wir direkt wieder rausschicken. Was will denn bei DM? Das sind doch eh nur Medienfuzzis. Bestimmt laufen die gerade irgendwo mit einer Kamera rum und malen mal wieder Plakate an. Machen wir uns doch nichts vor. Die können nichts richtig. Wie wär's denn, wenn SSB da eine Sicherheitslücke gefunden hätte? Stimmt, wenn die nicht wieder am Saufen sind, können die das schon gewesen sein. Na genau, dann finden bei den Sicherheitsdudes halt wieder die üblichen Gespräche statt. Die reden dann so über die neuesten Feuerlöscher, die sie richtig gut finden, die aber einfach an der Hochschule fehlen. Genau, und weiter vorne trifft er auf SSBler und stellt sich erstmal vor. Er ist der Detektiv, der beauftragt wurde, um den Hacker zu finden und hofft nun auf deren Hilfe. Und die sind der Meinung, dass er hier genau an der richtigen Adresse ist. Die wollen ihm gerade helfen, als plötzlich einer von denen einen Feuerwehrwagen sieht und alle rennen wie bekloppt an die Scheibe. Ein LF20, Leute, Wahnsinn! Und dann kommt die Meldung, auf die alle gewartet haben. Einsatz, Leute, Einsatz! Hey Leute, wie wär's denn, wenn es ein AGWler war? Was? Nee. Doch, der geht dann zur AGW und trifft auf den Hausmeister. Hä, was denn für ein Hausmeister? Jetzt vergiss doch den Hausmeister. Viel wichtiger ist doch, was im Hintergrund passiert. Das sind nämlich heiße AGWlerinnen, die typisches AGWlerinnen-Zeug machen. Jetzt haltet euch doch nicht an so Kleinigkeiten auf. Der Detektiv checkt dann, dass es vor ihm ja der richtige Hausmeister ist. Hä? Was meinst du denn mit richtiger Hausmeister? Habt ihr eigentlich überhaupt nichts gecheckt? Unser Running Gag die ganze Zeit? Er hat doch am Anfang den Fake-Hausmeister gespielt. Durch den echten merkt der Detektiv dann aber erst, dass es eben nur ein Fake am Anfang war. Und plötzlich fügt er alle Teile zusammen. Ah, perfekt. Der steht ja direkt neben ihm. Oder auch nicht. Aber jetzt ist alles klar. Er ist im Serverraum und versucht, seinen versehentlichen Fehler zu beheben. Der Detektiv platzt rein und erwischt ihn auf frischer Tat. Völlig genervt fasst er sich noch an den Kopf. Und dann führt ihn halt noch ab und gönnt sich als Belohnung noch einen Döner. Ohne Schaf. Ja, nice gemacht, also. Das kann man machen. Cool.